Und ich überlege, ob ich nicht doch hier einfach nur Fackeln hinmache. Aber ich denke immer, das ist dynamisches Licht, was dann ja unten lodert. Und das wiederum, ja, könnte wieder auf die Performance gehen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, wir haben es geschafft. Yeah! Okay, wir haben natürlich jetzt keinen Hochweg, aber das ist kein Hochweg. Wir haben keinen Hochweg. Wir haben keinen Weg nach oben, aber das macht nichts, denn wir können ja nochmal hochgehen, uns hochgraben, meine ich, und können dann mal Erde holen. Ich muss das wieder zumachen, das bringt alles nichts. Der Ruite geht mal hier herein, bitte. Und Erde, Erde, Erde. Wir nehmen definitiv Erde. Und das sollte auch reichen. Ich mache das erstmal wieder so weit zu. Denn letztendlich. Ja gut, das werden wir eh hier nochmal wegreißen, weil hier kommt natürlich eine ordentliche Wand rein, ist ja klar. Dann machen wir das mal so. Also letztendlich kann das hier alles zu. Ich springe hier mal runter, das ist alles kein Problem. Die Fackel kann weg. Denn, ja, ich könnte das zwar ausleuchten, aber wie gesagt, ich habe Sorge, wobei Sorge übertrieben ist. Es könnte ja sein, dass hier doch irgendwas spawnt und dann haben wir immer so ein im Haus oder so ein Spinnengeräusch. Muss ja nicht sein, ne? Dann machen wir das lieber ordentlich und wir haben so viel Erde, dann kriegen wir auch ein bisschen Platz in den Kisten. Also man muss natürlich immer das Positive im Leben sehen und nicht immer das Negative. Und dementsprechend ist das okay. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht zubaue. Natürlich wollen wir hier letztendlich noch rauskommen. Wobei, zur Not kann man ja so einen Fahrstuhl oder eine Treppe sich bauen. Aus der Erde, das geht ja auch. Ist ja alles in Ordnung. Das kann auch zu. Ja, ehrlich gesagt, das kann auch zu. Wir brauchen am Ende nur einen ganz schmalen Gang. Da reicht der eigentlich völlig aus. Ja, was machen wir hier unten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ehrlich gesagt, glaube ich, ist das mit Erde doch ein bisschen krass, alles zuzumachen. Und sehr langwierig. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wir müssen mal gucken. Eventuell lassen wir diesen Gang hier doch offen. Denn ich glaube, das würde einfach zu heftig lange dauern. Bis wir den dann irgendwann mal zu haben. Obwohl das Schöne wirklich ist, dass wir Erde verlieren. Das muss man ja mal sagen, denn wir haben so viel Erde. Oh, alles schon verbaut. Sehr schön. Oder sehr schlecht. Das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Ja, wie schön, dass wir das gerade zugemacht haben. Dann machen wir es wieder auf. Ja, das ist das, was ich meine. Machen wir uns die Treppe hoch und dann passt das. Ich glaube, wir machen den Boden jetzt erstmal fertig und da lassen wir einfach ein kleines Loch und überlegen uns später, was wir machen. Denn ich würde ganz gerne anfangen, hier ein Regalsystem reinzubauen. Ein Regalsystem. Und das Beste ist, es wird automatisch sein. Das ist Deruite. Habe ich. Wir haben gar keinen. Wir haben gar keinen. Ne? Das ist jetzt so. Wir haben nur noch dies bisschen, was wir da haben. Der ist gleich fertig, der auch sehr schön. Ganz ehrlich, dann können wir das auch so machen und nimm das schon mal mit. Ich glaube zwar immer noch, dass es nicht ganz reichen wird, aber darum geht es jetzt ja gerade gar nicht. Wir müssen gleich dann noch mal ein bisschen Marmor farmen, aber auch das ist natürlich kein Problem.
Denn das bisschen, was wir da oben noch haben, reicht definitiv nicht mehr. Ach, wir haben noch ein Stack. Es wird trotzdem nicht ganz reichen. Aber vielleicht reicht es fürs Regalsystem. So. Ja, wir brauchen definitiv noch Marmor. Dann gehen wir noch mal ganz kurz runter hier. Wir hatten hier noch Marmor. Ich weiß das, dass da noch welcher da war. Ich muss nur mal gucken, wo es lang geht. Ich glaube, das ist die Falle hier. Und hier ging es irgendwo lang, ne? Auch nicht. Dann ging es, wo ging es da lang? Ach, hier vorne. Na, das wäre zum Beispiel sinnvoll. Wir wissen, hier ist nichts. Das können wir zumachen. Das können wir total einerden. Und hier haben wir Marmor. Wir müssen noch ein bisschen Marmor farmen. Hier haben wir unsere Marmorfarm. Und das nutzen wir dann noch ein bisschen, ne? Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann können wir das auch nutzen. Ich würde jetzt mal nicht zu weit machen wollen. Was mache ich denn da? Ja, mein Inventar ist normalerweise immer ein bisschen aufgeräumter. Nur da wir jetzt hier so ein bisschen Attacke. Ich glaube, da ist draußen und es regnet. Ich glaube, da ist die Grenze, wo es nach draußen geht. Ja, und wir hatten ja im letzten Video über die GEZ ein wenig gesprochen. Und es regnet definitiv. Und jetzt würde ich ganz gerne über TV reden. Und mich würde interessieren, schaut ihr überhaupt noch Fernsehen? Und wenn ja, was schaut ihr? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, ja, das ist eine super Sache, die, keine Ahnung, das Fußballspiel muss im Fernsehen sein? Oder bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich muss jeden Tag eigentlich Nachrichten gucken. Also klar gibt es auch mal einen Tag, wo ich keine Nachrichten gucke, aber ich nehme sie mir echt auf und schaue sie mir nachträglich an. Einfach, weil ich es wichtig finde, informiert zu sein. Also ich gucke sowieso auch im Internet immer noch mal Nachrichten. Ich gucke im Fernsehen mindestens einmal am Tag Nachrichten für 10, 15 Minuten irgendwie wo, mal gucken, mal hier, mal da, mal überall. Aber letztendlich, ich glaube, wir bauen hier an der Bergkante gerade entlang. Ist ja cool. Ich glaube, ich muss hier nochmal Fackeln hinmachen. Das ist ein bisschen dunkel. Beziehungsweise schlauer wäre es so gewesen. Auf jeden Fall ist es so, dass es mir persönlich wichtig ist, einmal Nachrichten zu gucken und informiert zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wobei ich auch sagen muss, manchmal überlege ich auch, damit aufzuhören. Denn immer nur Terror, Tod, sonst irgendwas. Immer nur Angstmache in den Nachrichten. Und ja, und das ganze Fernsehformat würde ich jetzt einfach mal hier besprechen wollen. Ich würde gerne mal wissen, wie denkt ihr über Fernsehen? Haben wir hier vielleicht ähnliche Ansichten oder sind die Ansichten doch sehr unterschiedlich? Was ja nicht schlimm ist, ne? Jeder hat natürlich so seine Vorstellung von Leben und ist natürlich vollkommen legitim, dass mir irgendjemand sagt, du, Nachrichten sind absoluter Humbug, was schaust du so einen Schrott? Ne? Ist dann denen seine Meinung in Ordnung? So ist es dann halt wahrscheinlich bei DSDS. Das finde ich absoluter Mega-Schrott. Ja, aber der eine oder andere wird es gucken und hat natürlich auch die Berechtigung zu sagen, ich schaue es gerne. Warum auch nicht? Wir sind voll. Ja, also von daher bin ich auf eure Kommentare allgemein zu diesem Video natürlich dann sehr gespannt. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wo es hochging. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hochging. Was hier? Nee, da geht's in die Höhle. Ich steige hier nicht mehr durch. Ich bin hier völlig überfordert. Wo geht's denn hier hoch? Muss ich hier hoch? Nee. Muss ich echt hier hoch? Eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Ach, hier bin ich dumm. Ja, das machen wir hier wahrscheinlich auch noch alles zu.
Ja, es war richtig sehr schön. Ich glaube, hier muss auch noch mal eine Fackel hin. Ich brenne das erstmal und dann gehe ich wieder runter, sammle den anderen Marmor ein. Da war wieder das Geräusch. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ne, die Ruite geht nicht. Ich würde gerne das machen. Und ich würde ganz gerne. Wir haben da bestimmt noch einen voll, oder? Ja. Sehr schön. Und dann gehen wir runter und machen die Taschen ein bisschen leerer. Ich glaube eigentlich, es reicht schon. Also ich bin da ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir da noch mehr brauchen. Das ist mit den Husten momentan bei mir echt schlimm. Ich hoffe echt, dass das auch mal wieder weggeht. Warum ist das so heller Marmor und das ist so dunkler Marmor? Roher Marmor, den muss ich den irgendwie brennen oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich tue es erstmal weg. Wir brauchen Platz. Ja, auf jeden Fall haben wir noch Spitzhacken? Nö. Gut, dann machen wir die halt noch kaputt, die beiden. Und dann, die ist ja hier schon gleich. Und dann machen wir die andere. Und dann sind wir auch fertig. Auf jeden Fall sage ich schon wieder auf jeden Fall. Das sage ich immer. Das ist. Ich weiß nicht warum. Da muss ich nicht lang. Wie war denn das? Hier muss ich lang. Ja, gibt es eurer Meinung nach noch interessante TV-Formate? Oder sagt ihr, TV ist gestorben? Ich schaue nur noch YouTube zum Beispiel. Na, weil das ist natürlich, ja, so, ich muss sagen, ich kenne mittlerweile einige und ich gehöre auch dazu, die eigentlich gar kein Fernsehen und nur noch extrem wenig Fernsehen schauen. Ich kenne sogar einen, der schaut überhaupt seit bestimmt 3 Jahren nicht eine Sache im Fernsehen. Er hat ein Fernsehen da, mein Kumpel, aber er schaut nicht. Er schaut sich dann YouTube-Filme an oder spielt halt ganz normal PC in seiner Freizeit, aber es wird kein Fernsehen mehr geschaut. Und ja, ist ja cool, dass wir hier geschaffen haben. Genau, das wussten wir, dass das passiert. Ja, hier haben wir gut Marmor, also da können wir uns nicht beschweren. Wir können das gut gebrauchen. Ja, und am Ende frage ich mich dann immer, sind er und ich so kleine Außenseiter oder gibt es da auch andere, die ähnlich denken? Die sagen, ich brauche kein Fernsehen. Das Salz nehmen wir mal mit. Mein Gott, ich habe voll den Frosch im Hals. Ich müsste eigentlich was trinken. Aber ich habe gerade nichts hier. Ich glaube, oben darf ich hier nicht abbauen, oder? Doch, geht sogar. Sehr schön. Ja, am Ende ist immer die Frage, glaube ich, wie der Konsum als solches, wie der Mensch konsumiert. Jeder konsumiert natürlich anders und der ein oder andere wird sicherlich vielleicht noch Fernsehen vor YouTube bevorzugen oder wahrscheinlich der Großteil, ich weiß es nicht. Letztendlich ist ja die Frage, was ist besser und warum ist es besser? Ich persönlich muss sagen, ich finde YouTube besser. Die Begründung kann ich auch liefern. YouTube ist meiner Meinung nach besser. Erstens, weil es viel weniger Werbung hat. Ganz ehrlich, zudem haben die YouTuber auch die Möglichkeit, auf Werbeeinnahmen zu verzichten. Ich verstehe, dass man Geld machen will mit YouTube, aber das ist ein anderes Thema. Ich selber mache die Wer mache, also ich modernisiere die Videos aktuell nicht. Vielleicht werde ich sie irgendwann nachmodernisieren. Der Grund kann ich einfach sagen, ich habe zu wenig Zuschauer, als dass sich das lohnen würde. Und ganz ehrlich, dass ich da mal irgendwann, ich glaube, ab 50 Euro zahlen die aus oder 70, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich damit nicht befasst, weil es mir auch nicht wichtig ist. Ganz ehrlich, es würde viel zu lange dauern, bis ich an diese Summe komme, als dass das für mich relevant wäre, wenn ich dann in einem halben Jahr mal irgendwann die 50-Euro-Marke erreiche, dass die das dann auszahlen. Sorry, für ein halbes Jahr 50 € muss ich euch keine Werbung aufdrücken. Anders sieht es natürlich bei den großen YouTubern aus. Also muss ich schon sagen, wenn man dann so groß ist, klar, dann nimmt man das wahrscheinlich gerne mit. Es tut ja niemandem weh. Da verstehe ich das dann schon, ne? Aber so als kleiner YouTuber, finde ich, braucht man keine Werbung, auch wenn es fast jeder oder
Ja, ich wüsste nicht. Ich kenne ehrlich gesagt nur, ich habe nur einen YouTuber abonniert, der macht Tutorials quasi. Aber alles so kurze Tutorials, der hat das auch nicht. Aber prinzipiell sonst eigentlich jeder. Ich weiß auch nicht, wenn nicht, wenn ich Motorisieren ausmache, ob dann überhaupt Werbung kommt. Eigentlich glaube ich nicht, sollte nichts kommen. Eigentlich solltet ihr vor den Videos keine Werbung haben, aktuell. Aktuell heißt natürlich Stand Veröffentlichung des Videos. Wie es dann in 2, 3 Jahren mal aussieht, weiß der Geier. Da muss man sehen, wie sich das für einen selber auf den Kanal entwickelt dann. Auf jeden Fall finde ich bei YouTube halt der Vorteil die Werbegeschichte. Erstens gefällt mir Werbung nicht, kann ich sie überspringen. Zweitens ist die Werbung nicht so lang. Es ist ein Spot. Die meisten Let's Plays, wenn man Let's Plays-Videos guckt zum Beispiel, dauern ja einen Schnitt zwischen 15 und 30 Minuten. Und wenn ich mir jetzt ein 30-Minuten-Video angucke, dann finde ich es in Ordnung, wenn vorher eine 2-Minuten-Werbung kommt, die ich auch noch überspringen kann, wenn sie mir nicht zusagt. Also ich hätte persönlich noch nicht mal ein Problem damit, wenn YouTube irgendwann sagt, man darf, keine Ahnung, pro Stunde vielleicht nur 2 Videos überspringen. Dann überlegt man sich vielleicht, gut, natürlich darf die Werbung nicht länger als 1 Minute dann vielleicht sein, dass man maximal 1 Minute Werbung schaut. YouTube verdient dann halt ein bisschen mehr und der Künstler, den will man ja im Endeffekt auch unterstützen auch. Im Fernsehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir halt ganz gerne Sport an. Und ganz gleich, ob das da mal Boxen ist, was ich schaue, oder ob das ja, die Formel 1 ist oder keine Ahnung, gibt ja auch andere Rennsportarten, die ich ganz gern schaue oder halt, ja, weiß der Geier, ne, was halt so im Fernsehen alles an Sport gibt, schaue ich ganz gern mal, wenn ich Zeit habe, ne? Also meistens Wochenende, meistens schaue ich Wochenende, wenn wochentags irgendwas läuft, schaffe ich es dann meist eh nicht. Ja, und dann schaue ich das halt und will eigentlich den Sport sehen und werde da von der Werbung rausgerissen. Jetzt verstehe ich es natürlich bei so teuren Events wie, ja, wie, keine Ahnung, wie die Formel 1 oder Boxen, da zahlt RTL natürlich ein Vermögen. Kann ich verstehen, dass das werbefrei nicht geht. Aber ich muss auch sagen, es reißt mich immer raus. Und gerade Formel 1 mäßig und so, ich habe lange Zeit auch Sky gehabt und damals auch Premiere und bin auch wieder weg und wieder hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sky ist für mich gar nicht gerechtfertigt. Das muss man hier auch reinnehmen. Das ist die Alternative zu Werbefernsehen dann. Dass man da eine Gebühr zahlt. Aber ganz ehrlich, ich habe Sky, beziehungsweise auch Premiere, wenn ich das so sehe, in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren hatte ich bestimmt 6 Jahre Sky oder Premiere irgendwie immer gehabt. Ich habe viel bezahlt und im Endeffekt habe ich mir vielleicht mal Tennis angeguckt, wenn Wimbledon oder sowas war. Ab und an mal Golf, so ein bisschen zum Entspannen, fand ich das auch ganz cool, ehrlich gesagt. Aber das war auch mega selten, wo ich das mal geguckt habe. Das kann man auch nicht lange gucken. Also das ist nichts, ich finde, Golf ist nichts, wo man wirklich mal so sich 2 Stunden vom Fernseher sitzt und Golf guckt. Wäre mir persönlich dann wieder zu langweilig. Aber wie gesagt, ich habe im Endeffekt mir das wegen der Formel 1 damals geholt und ich habe 30 € bezahlt. Und das nur für die Formel 1. Ist voll krass, voll teuer. Darum habe ich es jetzt auch gelassen, habe gesagt, ich schaue bei RTL, beziehungsweise in diesem Jahr, ich muss sagen, aufgrund der Hochzeit habe ich eh zwar alle Rennen irgendwie gesehen, auch alle Rennen, aha. Ja, vielleicht können wir hier einen Eingang machen. Ganz ehrlich, dann mache ich mir lieber hier einen Eingang. Da mache ich mich hier einen Eingang in eine Höhle. Was soll ich da oben mir so einen Popeleingang? Da kann das da oben alles zu. Den Marmor hier außen müssen wir natürlich lassen. Oh, da haben wir aber auch Glück, die genau die richtige Höhe. Und wir kommen beim Feld raus. Und ich würde mir hier auch wahrscheinlich so ein Kellergeschoss. Vielleicht machen wir das auch, so ein Feldweg hier, dass wir hier rauskommen. Das wäre es natürlich. Wir kommen hier schön raus zum Feld hin. Und hier wird ja auch alles Feld sein dann. Das wird interessant. Die Sonne geht unter, der Mond geht auf, wir gehen in die Höhle, da kriegen wir es nicht mit. Ich weiß gar nicht, soll ich weiter Marmor schlagen? Ich brauche es jetzt gerade gar nicht. Wir könnten das machen, aber ehrlich gesagt brauchen wir das nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, haben wir noch normalen Stein mit? Nein, aber wir können ja Erde nehmen, ist ja auch kein Problem.
Hier ging's lang. Und dann hier. Perfekt. Das da hinten kann auch alles zu noch. Ganz ehrlich, dann holen wir uns nochmal Erde. Ich hoffe, dass das Feld, hätte ich mal gucken können, gerade fertig ist. Wir gehen erstmal Sleeping. Sehr schön. Dann haben wir das. Das ist gleich fertig. Auch das ist sehr schön. Das heißt, wir können den nächsten Schwung reinmachen, den Boden verlegen. Und wenn wir den Boden verlegt haben, dann das ist gut. Wir verbrauchen Kohle, wir verbrauchen Stein, wir verbrauchen Erde unten. Also wir kriegen die Boxen ein bisschen leerer. Und ich muss gucken, dass ich noch an nahrhaftes Essen komme. Ich würde jetzt ganz gerne die Steine mitnehmen, neue reinlegen. Wobei im zweiten Ofen würde ich das nicht machen, weil da muss ich gleich die Weizen reinlegen, die ich hoffentlich zuhauf noch kriege. Wobei ich auch gucken muss, dass ich den Weizen, dass der sich ein bisschen fortpflanzt. Hört sich jetzt doof an, ne? So, und jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen hier in der Mülltruhe ein bisschen was. Das geht nun mal nicht anders. Den Marmor behalte ich mal, das auch. Ganz ehrlich, alles, was wir jetzt nicht dringend brauchen, geht da erstmal rein. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das Schwert behalten wir mal, den auch. Wir müssen hier ein bisschen Platz schaffen. Letztendlich, die Fragment kann da rein. Letztendlich benötigen wir diesen Platz natürlich auch. Und ich glaube, da ist nicht viel reif geworden. Ja, und letztendlich, sage ich auch ständig, ist halt die Frage, was will man, ne, wenn man Fernsehen guckt? Guckt man überhaupt noch Fernsehen? Interessieren einen eher die Sachen wie Sport und so? Da ist Werbung vielleicht ein bisschen blöd. In Filmen kann es ganz angenehm sein, mal auch eine Werbung zu haben, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und da ist dann letztendlich die Frage, was will man? Ich bin doof, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so doof. Ich hätte wirklich, ja, ich mache jetzt alles Essen davon und beim nächsten Mal, ja. Ja, ist halt die Frage, kann man mit der Werbung leben oder nicht? Und da ist YouTube meiner Meinung nach ein bisschen besser, moderner und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir da das Thema Fernsehen haben. Und ich schaue mir an, es gibt ja dieses HD-Fernsehen. Das finde ich bei der Formel 1 zum Beispiel ganz schlimm, dass es nicht in HD ist. Da habe ich mir auch mal gedacht, naja, gut, es gibt diese HD-Karten. Habe mich da mal ein bisschen versucht, schlau zu machen. Fragt mich jetzt nicht mehr, wie diese Dinger heißen. Auf jeden Fall soll man da halt dann in HD alles gucken können und keine Ahnung, heiterei und ja, soll alles ganz toll sein. War eine Überlegung, dann habe ich mich informiert. Jetzt gibt es ein neues HD-Format. Und dieses HD-Format ist HD Plus, HD2, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Auf jeden Fall ist das so schlimm, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel Formel 1, bleiben wir einfach mal kurz dabei, oder ich würde mir was anderes zum Beispiel von RTL aufnehmen, weil die RTL-Gruppe, also auch Vox und RTL 2 und so weiter, kann ja auch sein, dass ihr Frauentausch oder keine Ahnung was aufnehmen wollt. Ja, nehmen wir mal als Beispiel vielleicht mal Frauentausch oder die Wollnys oder weiß der Geier, was da alles irgendwie auf diesen Sendern läuft für einen Schrott. Oder auch nicht Schrott, je nachdem, was man natürlich mag oder nicht mag. Ja, dann nehmt ihr das halt auf. Sagen wir mal, ihr nehmt da wirklich, ja, halt Frauentausch oder hier auf RTL läuft doch auch, was auch so bei so vielen beliebt ist, dieses Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht auf und sagt, ich will das aufnehmen. Dann erlaubt euch RTL das und ihr habt richtig gehört, erlaubt es. RTL kann jederzeit das auch verbieten. Oh, Entschuldigung, ich musste so husten auf einmal. Kann euch das auch verbieten aufzunehmen. Also die können nicht Einzelnen das verbieten, aber sie können es generell verbieten. Also RTL hat die Möglichkeit zu sagen, der HD-Stream darf nicht mehr aufgenommen werden. Ja, dann steht ihr da und ja, und könnt nicht mehr aufnehmen. Und das ist einfach so. RTL hat die Bedingungen, oder die Möglichkeiten, die Bedingungen zu verändern. Ihr habt viel Geld für diese Gerätschaften bezahlt, bezahlt für einen Jahresbeitrag, dafür, dass ihr HD empfangen könnt. Das betrifft dann natürlich auch mehr, ProSieben und so weiter. Wobei ProSieben soll aktuell, die Betonung liegt auf aktuell, noch tolerant sein. Man kann sowohl ProSieben, RTL, man kann momentan noch alles aufnehmen. Es besteht trotzdem die Möglichkeit, dass der Sender in Zukunft sagt, nein, du darfst nicht mehr aufnehmen.
Oder die sagen, nein, du darfst nicht mehr Schwiegertochter gesucht aufnehmen oder Formel 1 oder die Simpsons oder was weiß ich nicht was. Jeder Sender, der in dieser Gruppe da drin ist, bei Freenet TV heißt das, glaube ich, ja, hat die Möglichkeit, das Aufnehmen einzelner Sendungen oder des kompletten Senders zu untersagen. Und ja, da fasse ich mir halt an den Kopf und sage, Kürbis gedeihe und ich finde das ganz schlimm und unterstütze sowas auch nicht und würde auch schon allein aus Grund diesem halt nicht mir diesen Rotz anschaffen. Denn letztendlich muss man schon sagen, dass das schon echt mies ist. Was noch hinzukommt, ist zum Beispiel halt, wie gesagt, RTL, die ganze RTL-Gruppe, das betrifft RTL, RTL 2, Vox, NTV gehört noch dazu. Ich weiß nicht, was noch dazu gehört. Kann man googeln. Auf jeden Fall die ganze RTL-Gruppe soll sehr problematisch sein. Und zwar erlauben die einen das Aufnehmen. Ich mache derweil mal weiter, ich habe doch Marmor. Erlauben die einen zwar das Aufnehmen, aber, und jetzt kommt der Kasus Knacktus, du kannst nicht mehr vorspulen. Jetzt sagst du dir, gut, ich habe mir einen Film aufgenommen, der sonntags auf RTL lief. Was mache ich denn da? Den will ich ja auch gar nicht vorspulen. Ja, wunderbar, dann hast du Glück gehabt. Das freut mich für dich, dass du den ohne Werbeunterbrechung sehen willst. Mit Werbeunterbrechung sehen willst, denn Vorspulen betrifft ja nicht nur den Film an sich. Es betrifft auch die Werbung. Ihr könnt die Werbung nicht mehr vorspulen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich nehme mir viel auf einer externen Festplatte da mal auf. Also ich schaue halt sehr wenig, aber wenn ich was sehe, dann sehe ich es meistens nicht live im Fernsehen, wenn es ausgestrahlt wird, sondern ich nehme es mir wirklich auf einer externen Festplatte auf und schaue es mir dann an, wenn ich Zeit und Lust habe. Und ganz ehrlich, ich will da ganz ehrlich sein, ich spule die Werbung vor. Und wenn das nicht mehr gehen würde, würde es mich auch nicht mehr interessieren. Dann, ja, dann ist das halt für mich uninteressant geworden, das Fernsehformat. Na toll, einen haben wir verschwendet. Und meiner Meinung nach ist das schon so, dass. Wow, wir schaffen es sogar. Ist das cool? Hätte ich nicht gedacht, wir kriegen es fertig. Meiner Meinung nach ist das schon so, dass man da halt sich überlegen muss, will man dafür auch noch Geld bezahlen? Nur, dass es dann am Ende in HD ist. Sorry, also RTL und ProSieben und so, die könnten auch so in HD ausstrahlen. Sie wollen es nur nicht. Sie wollen natürlich Geld damit verdienen und suchen dumme Leute, die dafür bezahlen. Wobei das jetzt nicht heißen soll, wenn du das hast, dass du dumm bist. Das wäre ein bisschen vermessen von mir, das zu behaupten. Denn das hat ja seine Gründe, warum du das machst. Natürlich sehen die Sender das aus einer anderen Perspektive und die sagen sich, ja, die sagen sich dann halt schon, im Endeffekt, wir suchen Leute, die bereit sind für ein wenig mehr Service und Kontrolle, die wir über den Verbraucher haben, auch dafür noch Geld zu zahlen. Ja, da kann man geteilter Meinung sein, ob das jetzt klug ist oder nicht. Letztendlich habe ich auch lange überlegt, das zu machen. Man zahlt, glaube ich, auch nur 50, 60, 70 Euro im Jahr. Es geht sogar fast. Aber es gefällt mir halt nicht, dass ich Werbung nicht vorspulen kann auf allen Sendern, beziehungsweise dass die auch das Recht haben, die einzelnen Sender, das in Zukunft zu untersagen. Also selbst ProSiebenSat.1-Gruppe könnte irgendwann sagen: Nö, also wisst ihr was? Unsere Sender dürft ihr auch nicht mehr vorspulen. Das könnt ihr jederzeit sagen. Ich habe den Scheiß gekauft dann und habe dieses Gerät zu Hause oder das C++-Modul, wie das glaube ich heißt, habe ich dann halt im Fernsehen stecken, hab's bezahlt und die haben die Kontrolle. Das geht halt nicht. Pardon. Was übrigens noch ein Problem bei diesem Modell ist am Fernsehen, muss ich sagen, ist, ihr habt was aufgenommen, ja, ihr habt jetzt die Simpsons aufgenommen und irgendwann sagt sich ProSieben, ja. Ihr habt es 2 Jahre auf Platte, sagt so eure Lieblingsfolge und wollt das dann halt immer mal wieder schauen, sagt so einmal im Jahr muss ich diese Folge gucken, ist eine Weihnachtsfolge oder keine Ahnung, irgendwas Besonderes halt. Ja, und dann sagt irgendwann ProSieben, ja, das hast du jetzt 3 Jahre gemacht. 3 Jahre haben wir das erlaubt, aber wir wollen nicht, dass die Leute den Content noch gucken können. Die können den Content ab dann sperren. Dann hast du es vielleicht auch auf der Platte, aber kannst es nicht gucken. Und es geht noch weiter. Schlimmer ist dann noch bei diesem Freenet TV, dass die Sender sogar sagen können, das können die digital da alles steuern, sagen können, du hast RTL Boxen aufgenommen und RTL sagt als Beispiel, ja, das hast du aufgenommen und nach 2 Wochen löscht sich dieses Video.
Das löscht sich. Du kriegst da keine Informationen, das passiert im Hintergrund. Und plötzlich findest du das Video auf deiner Festplatte nicht mehr. Und ich finde, das ist ein Eingriff absolut in die Privatsphäre. Das ist doch mein Ding, das ist werbefinanziert. Und das ist eine absolute Frechheit. Und nein, dafür würde ich niemals Geld bezahlen. Also ich schaue erstens sowieso viel zu wenig Fernsehen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen mit diesem HD-Fernsehen und so. Mich da hinzukriegen, wieder ein bisschen mehr Fernsehen zu gucken, weil dieses SD-Fernsehen finde ich ganz schlimm. Ja, aber sie haben verbockt, die Sender, und die machen sich selber kaputt. Die machen sich wirklich selber kaputt, weil es wird im Endeffekt niemand mehr irgendwann Fernsehen gucken oder fast niemand mehr. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Hier wollten wir die Deckenhöhe haben. Die Frage ist, was wollen wir als Decke haben? Pardon, ich sag's ja, ich habe heute Morgen voll den Frosch im Hals. Mittlerweile ist es schon hell geworden. Und ganz ehrlich, ich lege euch mal ganz kurz zur Seite. Also ich habe Headset auf, das lege ich kurz zur Seite. Ich würde gerne das Licht ausmachen. Es ist mittlerweile hell geworden und ja, muss ja nicht sein, ne? Also bis gleich. So, und da bin ich wieder und weiter geht's intakt und ich sehe schon, dass ich 1,5 Stunden schon wieder aufnehme. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich muss mehr Minecraft-Folgen machen oder längere. Da bin ich mir noch nicht sicher. Die Frage: Wie machen wir die Decke? Prinzipiell würde Holz gehen oder Stein natürlich. Was anderes geht natürlich gar nicht. Die Decke sieht sehr hoch aus, aber ich sage es nochmal, es wird die Höhe haben. Warum haben wir das gemacht? Warum habe ich eine Dreierdeckenhöhe? Ganz einfach, hier kann ich dann Sachen einbauen. Ihr werdet noch sehen, warum. Ich habe in den Let's Show natürlich schon ein bisschen damals damit rumprobiert, experimentiert. Werde das vielleicht jetzt nicht beim ersten Mal perfekt hinbekommen, aber letztendlich brauchen wir das fürs Regalsystem und die Wände muss ich noch alle machen. Ganz ehrlich, wir reißen die Wände jetzt erstmal raus. Nee, machen wir nicht. Wir haben keine Spitzhacken. Ich muss Spitzhacken machen. Das ist ja unglaublich. Ja, wir machen das mal hier alles. Habe ich Eisen noch hier drin? Natürlich nicht. Habe ich bestimmt hier reingelegt, weil ich so schlau bin. Die Sense kann ich mitnehmen. Die zweite auch. Die brauche ich gleich unten. Hab dieses Eisen habe ich hier reingelegt. Wunderbar. Dann geht's voran. Wir müssen Spitzhacken machen. Und damit wir hier nicht mit einzelnen popligen Spitzhacken rumrennen, machen wir da schon gleich einen riesen Batzen. Ganz ehrlich. Ich sehe da jetzt nicht den Sinn drin, dass wir hier nur zwei, drei Spitzhacken machen. Und ja, ich kann gehärtetes Eisen und so, aber ob das sich am Ende lohnt, ich weiß es nicht. Ich mache mal 10 Stück. Meine Güte, so viel Spitzhacken habe ich noch nie gemacht. Ja, geht sich auch genau aus. Sehr schön. Ein Großteil der Spitzhacken darf jetzt erstmal hier rein, denn so viel brauchen wir hier nicht. So, ich denke mal, das ist so in Ordnung. Und dann würde ich runtergehen. Die Stickies können nochmal zurück. Der Eisenbarren auch. Wie wir nur einen Eisenbarren übergehabt. Na, da haben wir ja Glück gehabt, da habe ich gerade drauf geachtet. Und dann hacken wir hier das hier mal alles raus. Denn die Wand muss natürlich auch verkleidet sein. Also nicht, dass ihr jetzt hier eine Macke bekommt. Das muss natürlich. Ist auch nur eine Schicht rum. Ja, auf jeden Fall würde mich, wie gesagt, interessieren, wie ihr zum Fernsehen steht und was sagt ihr dazu? Sagt ihr, ja, das ist schon alles ein bisschen doof, ich schaue auch gar kein Fernsehen mehr? Oder sagt ihr generell, nee, Fernsehen ist immer noch sehr cool und noch sehr zeitgemäß, ich schaue das noch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und ja. Ganz ehrlich, dann machen wir das so. So, und würde mich mal interessieren, wie ihr über Fernsehen denkt. Ob ihr das noch schaut oder ob ihr sagt, es ist zumindest weniger geworden im Verhältnis zu früher oder ist das immer noch genauso viel oder
Ja, wie sieht euer Nutzerverhalten da aus? Und vielleicht schreibt auch mal rein, warum ihr kein Fernsehen mehr schaut, wenn ihr es nicht schaut, oder warum ihr Fernsehen YouTube bevorzugt, was dann halt am Fernsehen besser wäre als das, was euch YouTube bieten kann, beziehungsweise was euch die ja, YouTuber bieten können. Gibt ja noch ein bisschen mehr als Let's Player, gibt ja von Kochen über ich weiß nicht was alles, Beauty und gibt da ja tausend interessante Kanäle. So, und die Ecke brauche ich eigentlich gar nicht machen. Das war vorhin doof, dass ich es gemacht habe, denn die mauern wir ja eh komplett zu. Ich brauche nur die obersten drei Reihen. Achso, das war die, ja. Ja gut, wir werden schon irgendwie hochkommen, da habe ich keine Angst. So, die fliegt uns jetzt um die Ohren. Ja, das war ja klar. Und definitiv die Seite muss ein Stein sein. Wird kein Marmor gehen, glaube ich. Das wäre zu extrem hell, glaube ich. Müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Wir sind auch gleich schon fertig. Das ging ratzfatz. Ja, das Thema TV hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen länger ausschmücken können, muss ich sagen. Aber ja, das können wir vielleicht nochmal wann anders detaillierter behandeln. Das ist alles jetzt so ein bisschen spontan, dass ich über Themen rede und ich habe mir da jetzt nicht so massiv Gedanken zu den Themen gemacht. Ich habe nur gedacht, dass es vielleicht sinnvoller wäre, mal auch über Themen zu reden, anstatt immer nur. Was ist denn das? Anthrazit, okay. Anstatt immer nur, ja, ein Endeffekt über. Da komme ich nicht hoch, ne? Ne, da kommt man nicht hoch. Oh. Leute! Ja, anstatt halt im Endeffekt wäre die Alternative, dass wir hier wieder vor uns hergeschwiegen hätten. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, wir müssen mal gucken. Das ist auch fertig. Sehr schön. Dann brennen wir schon mal den nächsten Marmor. Und hier kann nichts rein. Hier kann wirklich nichts rein. Ich würde gerne den gebrannten Marmor reinmachen. Und ganz ehrlich, ich nehme mal ein bisschen Speckstein. Den finden wir auch überall. Ich würde den gerne mal schisseln. Also meißeln. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Ehrlich gesagt, gibt es da ja auch interessante Möglichkeiten.